ist eine Zelle. Und das ist ein Zellkern. Und wie der sich teilt, gucken wir uns jetzt mal an, in dem Prozess, der Mitose heißt. Die Mitose läuft immer kontinuierlich ab, aber man kann sie der Übersichtlichkeit halber in verschiedene Phasen teilen. In der Interphase ist von den Chromosomen noch gar nichts zu sehen. In der Prophase verdichtet sich allmählich das Chromatin und die Chromosomen werden im Lichtmikroskop sichtbar. In der Metaphase hat sich der Spindelapparat voll ausgebildet und zieht die Chromosomen in die Äquatorialebene. Außerdem löst sich die Kernhülle auf. Jedes Chromosom besteht aus zwei identischen Spalthälften, den Chromatiden, das bereits in der Interphase verdoppelt wurde. In der Anaphase hängen die Chromatiden noch am Zentromer zusammen. Die Chromatiden eines jeden Chromosoms werden am Zentromer voneinander getrennt und bewegen sich mit Hilfe des Spindelapparats zu den entgegengesetzten Polen der Zelle. Am Ende der Anaphase befindet sich an jedem Pol eine Spalthälfte eines jeden Chromosoms. In der Telophase löst sich der Spindelapparat wieder auf und die Chromosomen lockern sich, bis sie nur noch als Chromatin zu sehen sind. Die Kernhülle bildet sich neu. Durch die vorangegangene Verdopplung des genetischen Materials und die anschließende Teilung sind also im Prozess der Mitose zwei Zellkerne entstanden. Die Zelle ist also nun bereit, sich zu teilen. Diesen Prozess nennt man Zytokinese. Tierische Zellen schnüren sich ein, das nennt man auch Furchung, und pflanzliche Zellen, so wie hier, bilden eine mittlere Zellplatte aus, die sich nach außen vergrößert. Durch Mitose sind also zwei identische Zellen entstanden. Beim erwachsenen Menschen teilen sich schätzungsweise 100 Millionen Zellen pro Minute, zum Beispiel in der Haut, in den Darmepithelien oder im Knochenmark.